Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, die Claudia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte alle neuen Abonnenten herzlich begrüßen und freue mich, dass ihr mich abonniert habt und auch meine Videos anschaut. Leider hänge ich ein bisschen hinterher mit den Prompts, aber jetzt habe ich ein bisschen Zeit gefunden und habe auch schon was vorbereitet gehabt. Und das ist eigentlich ganz einfach und das wollte ich euch heute mal zeigen. In der heutigen Defemaremba Promptliste habe ich die Nummer 13, Plastikfolie und Banner. Und da möchte ich jetzt gleich starten und da könnt ihr mir dabei zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Also die Plastikfolie. Da habe ich so Tüten gehabt, so Geschenketüten sind das. Kann man auch Plätzchen rein tun, je nachdem, was man halt nutzt. Also die hat er das am Boden, der ist von Haus aus ist ja schon so umgeknickt. Und da mache ich diesen, also die schneide ich ab und mache den Banner rein. Und dann habe ich noch ein paar so Blümchen ausgestanzt auf schwarzes Aquarellpapier. Und ursprünglich ist ja dieses Seepferdchen dabei und ich habe halt da mir digitales Papier gemacht und habe dieses Seepferdchen halt so ein bisschen verdeckt angeordnet. Das werdet ihr jetzt nicht haben. Ihr könnt ganz einfach dieses Seepferdchen mehrmals ausdrucken und ausschneiden und dann halt ein bisschen so leicht versetzt anordnen, draufkleben auf einen Untergrund. Einfach Buchseiten und dann kann man sie ausschneiden, habt ihr auch sowas. Aber man kann es natürlich einzeln auch verwenden, gibt ja so viele Möglichkeiten. Und ich habe jetzt vorhin eins gemacht gehabt, da habe ich es einzeln verwendet. Und jetzt mache ich aber nochmal eins, da habe ich es jetzt so gemacht. Und als erstes mache ich jetzt einmal diesen Banner, oder wo so ähnlich ausschaut wie ein Banner. Dann nehme ich dieses, oder nehme ich mir Lineal, Reißlineal. Das ist eigentlich ganz schön dann, dass es ein bisschen unregelmäßiger ist. Kann man natürlich auch ganz normal schneiden. Also ich misse auch nie was aus, ganz selten. Und dann schneide ich mir da, das stecke ich dann ein bisschen da in die Tasche, da so rein. Das kann ich mir eigentlich auch mal schneiden. So. Ich habe beim ersten Versuch probiert, dass ich diese Folie prägen. Da hat aber das geht nicht. Also das gut bei der nicht, aber bei der anderen. Also es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, vielleicht müsste man da dann ein Papier rein tun. Und dann nochmal versuche, dass man es durch den Prägefolder schiebt. Aber es hat so jetzt, wenn ich es so durchschiebe, nicht funktioniert. Aber gut. Also ich schaue jetzt einfach, dass ungefähr das Blattl so groß ist, dass ich, oder dieser Banner dann so groß ist, dass ich das dann reinschieben kann. So grob. So genau geht es nicht. Könnt ihr es ja ausmessen, wenn euch das lieber ist. Ja, das ist jetzt, das geht ziemlich weit rein da. Ich werde das noch ein bisschen abschneiden, diese Folie. Ein bisschen kürzer machen. Vielleicht noch ein bisschen. Dass es ein bisschen hinausschaut, das Buchblatt. Und jetzt ist es ziemlich bündig. Noch ein bisschen abschneiden. Kann ja jeder machen, wie er gern mag, wie es ihm besser gefällt.
Schaut ein bisschen drüber. Dann schneide einfach Auge mal Pi, Pi mal Auge. Wäre auch eine Möglichkeit, dass es in der Mitte knicken lernst und dann so schneiden. Aber ich mag jetzt da keinen Knick drin haben. Ich mache es jetzt einfach so, weil es egal ist. Das ist jetzt nicht genau. Ein bisschen aufschneiden. Außermittig. Okay, dann machen wir da ein bisschen Farbe drauf, ein bisschen Gold. Oder erst müssen wir ein bisschen distressen, den Rand. Dann haben wir das schon. Und da könnt ihr ja jedes Papier nehmen, was ihr da habt. Könnt ihr ja kaffeegefärbte Papiere nehmen. Das ist alles variabel. Irgendein Abfallpapier. Was halt da gerade so da liegt und sich anbietet. Okay, dann machen wir mit der Farbe weiter. Oder wir können auch ein bisschen Collagenpapier von den Vorräten nehmen. Da habe ich nämlich auch ein bisschen Sammelsurium. Dann reiße ich mir ein paar so Streifen, reiße ich mir aus und mache da so eine Mini-Collage drauf oder Clips drauf. Das ist wieder dieses Goldpapier, das wo ich einfach ein Backpapier mit, also mit einer Schicht Gold bestrichen habe. Mal ein bisschen kleine Mini-Collage. Ist nicht gar so langweilig. Kann man ein bisschen mit Gesso spielen. Das ist so ein kaffeegefärbtes Papier. Das ist Geschenkpapier. Ja, so Schnipserlern hat oder jeder, denke ich. Schauen wir, ob wir Nummer eins finden. Vielleicht so ein Notenpapier. Dünnen Streifen, verschiedene Formen. Gut, das belassen wir jetzt einmal so. Das ist ganz nett mit dieser alten Schrift und diese Noten. Und dann können wir ja diese
ausgestanzten Blümchen drauf. Ihr könnt auch Blümchen ausschneiden, also aus Zeitungen oder aus Büchern. Man muss jetzt keine Stanzteile draufkleben, das ist jetzt nur so ein Vorschlag. Dann schauen wir mal, was wir da nehmen. Und das kommt dann da drauf. Und das wird dann da reingeschoben. Und dort hat ich auch gern noch ein bisschen als Hintergrund. Auch nochmal so ein Blümchen hinmachen. Muss mal schauen, wie es besser ausschaut. Also da hebe ich mir das jetzt nochmal auf. Und die drei klebe ich jetzt da drauf. Also es schaut gut aus mit dem Schwarz und dem Gold. Mir gefällt es gut. Man kann, ja, wenn man es jetzt da drüber schauen lässt, dann geht es nicht ganz in die Tasche. Ne? Ich werde es jetzt minimal. Das klebe ich jetzt einmal auf. Und dann geht es weiter. Also ganz einfach aufklebt. Die Überstände, die schneide ich ab, die unteren, weil sonst geht es dann da nicht in dieses Beutelchen rein. Ein bisschen was habe ich drüber schauen lassen, mir gefällt es ganz, ganz gut. Diese Farben. Dann machen wir noch ein paar Spritzer trotzdem drauf. Oder das machen wir zum Schluss. Dann machen wir so weiter. Dann gehen wir jetzt zu dieser Plastikbeuteltasche. Da werde ich jetzt einmal da so rumnähen und gehe dann, wenn ich es genäht habe, gleich mit der goldenen Acrylfarbe da auch nochmal außen rum und mache nur da bei dem einen Rand rum. Da mache ich jetzt nichts. Und das Nähen ist einigermaßen gut gegangen. Es ist zwar ein bisschen schlaufig da hinten, stört mir aber nicht. Also eigentlich finde ich es ganz cool, dass das nicht so perfekt ist. Das macht es echt alles immer interessanter, die Sache. Wenn ihr da eine ganz dünne Plastikfolie habt oder nur einfach, ich denke mal, das ist dann wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, schwieriger zum Nähen. Also das ist ja doppelt und es war jetzt kein Problem. Es hat gut funktioniert. Und jetzt gehe ich mal nochmal mit dem Gold außen rum. Also ich mache das mit dem Finger, könnt das mit dem Pinsel machen, machen wir da ein bisschen was drauf, dass ich nicht, wenn ich jetzt da so einen Batzen habe, dann, ja, dann habe ich den ganzen Batzen dort. Also ich tue das da so wie so eine Creme fast, da verstreiche und dann ein bisschen Gold, ein bisschen vergolden.
Das Wichtigste ist dann, bitte nicht föhnen, weil dann war alles umsonst. Weil das, ja, die Folie verzirkt, das ja, kann man nicht föhnen, das ist dann kaputt. Und dann muss man echt Geduld haben, dass es dann, oder müsst es halt an der Luft trocknen lassen, dass es halt so viel Zeit euch nimmt. Das ist ganz wichtig. Sonst war alles umsonst. Also bitte Luft trocknen lassen. Das legen wir mal auf Seiten. Dann kann man eigentlich gleich ein paar Spritzer da drauf machen. Auf das da. So ein bisschen Goldfarbe dort. Mach nur ein paar, also ganz wenig. Bloß, dass ein bisschen was dort ist. Gut. Dann in der Zwischenzeit haben wir jetzt da überlegt, ob ich nicht das letzte, also dieses, wo man ganz sieht, dieses Seepferdchen, ob ich das nicht embossen tue. Ich muss jetzt einmal ausprobieren, wie das ausschaut. Dass das ja noch so ein Highlight ist, dass es halt einfach oben drauf steht. Und man kann es jetzt auch mit Lack überziehen, wenn man jetzt kein Embossingpulver hat oder ja, ein bisschen lackieren einfach. Und ich glaube, ich werde es jetzt embossen mit einem durchsichtigen Embossingpulver. Das machen wir jetzt einfach, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Also ein klares Embossingpulver habe ich da. Ich werde das Seepferdchen, nur das vordere, werde ich jetzt ein bisschen mit dem Stempelkissen ja, ein bisschen nass machen. Ja, es wird nicht ganz genau, sondern es ist ja auch kein farbiges Embossingpulver, also ist jetzt eigentlich egal, wenn man jetzt die Augen mitmacht. Kann man noch ein bisschen so, sieht es seitlich. Ich glaube, das passt. Dann machen wir das Pulver drüber. So. Dann wird's geföhnt. Ja, das hat wunderbar geklappt. Ich denke, dass man das in der Kamera sieht. Das andere ist matt und das vordere glänzt. Ja, das ist auch schon trocken. Gut, jetzt schauen wir mal, wie weit das mit der Folie ist, die schon trocken ist. Ja, es dauert nicht lang. Es waren jetzt keine 5 Minuten. Ah, da ist noch ein bisschen. Aber wir können weitermachen. Also das schiebe ich jetzt da mal rein. Das kommt da rein. Hinten kann man auch was draufschreiben. Auf diesen Banner. Und
Da werden wir das noch da drauf kleben. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das ummache, ob ich es jetzt komplett drauf klebe oder ob ich das so funktional mache, dass sich das da bewegt oder dass man da drehen kann. Das kann man auch ein bisschen drüber nachschauen lassen. Da gehört dann so ein Musterbeutelklammer rein. Also ich habe jetzt entschieden, ich klebe es drauf. Ich mache das jetzt nicht beweglich, weil es ein bisschen blöd ist, weil da hinten, ja, das ist ja da so die Falten da drin und ja, mit dem Plastik, das kann ich da leicht reißen. Drum mache ich das jetzt mal nicht. Ich werde es jetzt einfach ganz normal draufkleben. Ihr könnt es ja zum Beispiel eben dann, das wo dabei war, bei diesen Vorlagen, das Seepferdchen draufkleben. Oder es gibt ja noch Stempel. Man kann sie ja dann auf Papier stempeln und ausschneiden und dann auf Seepferdchen da draufkleben. Das gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ich werde dann unten drunter auch noch ein bisschen so ein Fadenzeug rausschauen lassen. Das passt eigentlich ganz gut. Das tun wir ein bisschen auffransen. Ein bisschen, ja, das sind ja mehrere kleine Fäden. Und da kann man ja ein bisschen das ein bisschen dünner machen, aber wenn es nicht ganz auseinander geht, ein bisschen so ein, ja, da ist jetzt ein Knoten drin, das macht nichts, das finde ich ganz gut. Und da kann man auch noch mal ein bisschen spalten. Das hat man ja früher beim Sticken gemacht, dass man das Garn gespalten hat. Das werden wir heute auch noch so machen, nicht nur früher, dass es ein bisschen dünner ist. Also so ein Wirrwarr an Fäden habe ich dann da. Das wäre jetzt da unten ein bisschen so raushängen lassen, dass es dann ein bisschen so leicht verspielt ist. So. Ja. Also ich klebe das jetzt einmal drauf. Diese Blume da, dieses Seepferdchen und drunter dieses Gestrüpp. Das klebt jetzt. Das ist eigentlich so gut wie fertig. Ja, es ist fertig. Den Banner kann man da reinstecken. Und ja, eigentlich eine schnelle Sache, wie ich finde. Hinten schaut es so aus. Also der Kleber, der trocknet noch. Das wird dann durchsichtig. Da habe ich ein bisschen zu viel aufgekriegt. Also hätte ich nicht, hätte es nicht gebraucht. Mal ein bisschen abrütteln. Ja, also, das ist fertig. Das ist jetzt mein Prompt Nummer 13. Jetzt zeige ich euch das andere noch, was ich gemacht habe. Das war mein erstes. Da habe ich ja braunes Papier, Kraftpapier habe ich geprägt. Und habe da also auf dem Backpapier Farbreste
runtergerissen, sieht man dann das Backpapier, und habe es halt in Weiß ausgestanzt. Und da habe ich einfach das ganz normale Seepferdchen genommen, ein bisschen dickeren Karton draufgeklebt, auch wieder so ein Fadenzeug unten rein. Das ist auch so ein Stanzteil. Das gleiche auch rumgenäht, auch mit dem Rand. Und wenn sie es eben so haben, so angereiht, dann könnt ihr euch diese nehmen, öfters ausdrucken und dann auch so anordnen. Könnt ihr einen ganzen Kreis machen. Ja. Oder eines eben. Und das ist dann das zweite. Und das habe ich eben versucht zum Prägen mit diesem Prägefolder. Aber es hat nicht funktioniert. Das kann man jetzt auch da reinstecken. Das ist auch ganz nett. Was sind diese beiden? Was ich da gemacht habe. Zum Befestigen habe ich mir auch was überlegt. Das schaut ja jetzt da drüber, das war bei dem nicht so. Also da werde ich ein Washi-Tape nehmen. Und da dann reinkleben. Das können wir ja schnell machen. Mal schauen, was da schön passt. Dann nehmen wir was Goldenes. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich es da jetzt an Ort und Stelle lasse. Ich mache das jetzt nur mal zum Demonstrieren. Wenn ihr das fest in euren Journal haben möchtet, dann tönt es da einen Kleber drauf. Kann man ja mehrere machen. Oder vielleicht auch mit der Büroklammer befestigen, das geht ja auch. Oder einfach bloß drin liegen lassen. Man kann eben jetzt da hinten was reinschreiben, dann kommt man ja da noch Platz. Da kann man ja auch noch was reinstecken. Irgendein Papier. Zum Beispiel. Also das mal zu dem und bei dem. Werde mal dann einen anderen Platz suchen. Das ist schon überall voll. Das waren die Tüten von letztem Mal. Ja, also man kann es ein bisschen rausschauen lassen. Vielleicht klebe ich es auch, dass ich es komplett mit Kleber mache, klebe es komplett ein. Geht ja auch. Genau. Also ich habe das noch nicht zusammengenäht, mein Journal, weil das lasse ich mir noch offen, bis ich mit meinen ganzen Prompts durch bin und zum Schluss wird dann genäht. Und dann kann ich immer noch Änderungen machen. Also, genau. Darum ist es alles ein bisschen wackelig. Vielleicht habt ihr Lust gekriegt, das auch nachzumachen. Das ist echt sehr einfach und geht auch echt schnell. Habt ihr ja gesehen, es ist ja gleich gemacht und macht echt total Spaß, mit den kleinen Seepferdchen zu spielen. Das kann man ja dann auch noch da irgendwo ins Journal kleben. Ja, vielleicht habt ihr Lust, beim nächsten Mal wieder zuzuschauen. Ich darf mich freuen und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Für dich.